Tja auch, Freunde der scharfen Klinge. Das wird eine Videoantwort für den lieben Dirk vom Kanal, YouTube-Kanal Knife is Knife. Und er hat ja jetzt gerade sein 100 plus Giveaway am Laufen und er möchte da ein paar Sachen von uns wissen. Eins oder der erste ist, welches Lieblingsmesser? Ja, ich habe jetzt nicht gerade ein besonderes Lieblingsmesser, sondern mehr oder weniger mehrere. Aber das, was ich gerade zurzeit am liebsten bei mir habe, das ist dieser Spyderco Southard Flipper. Ein fantastisches Messer mit diesem, mit dieser Cuscali Griffschale. Ein wirklich sehr geiles Messer. Und ich habe nicht immer ein Messer in der Hosentasche, sondern zwei. Ich habe immer ein Schweizer dabei. Und das hier ist mein Schweizer, was ich immer auch gern dabei habe. Was auch zum Southard Flipper ganz gut passt. Diesen Holzgriffschalen. Dieses kleine Wenger. Mit dieser Gravur. Ja, das waren meine Messer. Und dann hat er gefragt, was ist denn unser Lieblingsbier? Ja, meins ist ein klassisches Pilz aus meiner Heimatstadt Duisburg, nämlich König Pilsener. Ein schönes, herbes Pilz. Schmeckt mir sehr gut. Aber was ich auch sehr gerne trinke, ist mal ein Hefeweizen. Und jetzt in den warmen Tagen vor allen Dingen gern auch mal ein alkoholfreies. Und hier haben wir ein Franziskaner alkoholfrei Weißbier. Mag ich sehr, sehr gern. Und ja, Dirk, die werde ich mal auf dein Wohl köpfen. Natürlich standesgemäß mit einem Schweizer Taschenmesser. Hier kriege ich jetzt hier eingeschüttet vernünftig hinter dem Display. Gar nicht so einfach mit Kamera und hinter dem Display. Mal gucken, ob ich das vernünftig hinkriege. Oh. Ja, ein bisschen warten. Ich glaube, jetzt könnt ihr nicht mehr allzu viel sehen. So. Dann Dirk, auf dein Wohl. Ah, tut das gut. Ah, sehr lecker. Ja, was war da noch? Lieblingsfilm. Ja, so einen speziellen Lieblingsfilm habe ich nicht. Was ich mir sehr gern reinpfeife, sind diese Marvel-Verfilmungen. Weil ich früher auch die Comics hier ständig reingepfiffen habe als Jugendlicher. Hier mal zwei Beispiele. Auch hier solche einfachen Action Filme finde ich immer ganz toll. Und was ich mir auch sehr, sehr gerne reintue, sind eben halt auch Musikfilme. Weil ihr wisst ja, ich bin großer Musikfan. Und da habe ich natürlich auch die Musikfilme, die Konzertfilme immer am Start. Nur mal so ein paar als Beispiel. Was ich mir auch immer ganz gerne angucke, sind alte Filme, wie zum Beispiel Heinz Rühmann Filme oder so. Die finde ich auch immer ganz klasse. So, ich trinke immer mal einen Schluck. Ist warm hier. Was war denn da noch? Lieblingsbücher. Ja, mein Lieblingsbuch, muss dabei sagen, Herr der Ringe Verfilmung und Der kleine Hobbit. Gehört natürlich auch zu meinen absoluten Lieblingsfilmen.
Mein Lieblingsbuch ist auch da, Herr der Ringe, alle drei Teile und dazu der kleine Hobbit. Aber auch da haben wir wieder Sachen, wie zum Beispiel hier von Dave Mustaine, der Kopf von Megadeth. Mein wahres Ich, sehr interessant, ist eine ziemlich kantige Gestalt. Sehr interessant. Dann lese ich auch gerne coole Krimis. Hier Tom Clancy. Im Auge des Tigers. Also Tom Clancy immer gut. Dan Brown. Haut auch immer wieder ganz klasse Bücher raus. Hier eins seiner berühmten. Illuminati. Und was ich auch gerne lese, sind manche Biografien. Hier auch wieder von Helmut Schmidt. Für mich einer der größten deutschen Politiker, die wir hatten. Fand den Mann ganz, ganz toll. Sehr, sehr kluger Kopf. Ja, das sind so die Bücher, die ich mir gerne reinpfeife. Habe ich da noch was vergessen? Nochmal einen Schluck nehmen. Ach ja, unsere Startseite. Ja, ich habe eigentlich in dem Sinne keine Startseite. Ich hoffe, ich kriege meinen Laptop jetzt kurz unter die Kamera. Ein bisschen was zur Seite räumen. So, kleinen Augenblick. Ja, gehst du an? Ja. Ah, warum nicht? Also mal schauen, ob wir irgendwie hier drauf kriegen. Ich empfange eine Nachricht Haben vom wir Flottenkommando. es? Da habt ihr meinen Laptop und jetzt öffne ich einfach mal den Browser und ihr seht, da haben wir keine Startseite, sondern das ist einfach der Safari-Browser mit Links, die ich halt sehr häufig öffne. Das mehr ist da eigentlich nicht. So. Mal gucken, ob wir da wieder. Ups. Laptop wieder zumachen. Kurz die Kamera wieder ein bisschen ausrichten. So, leider haben wir auch viel Schatten jetzt wieder hier bekommen. Hier rübersetzen wird es ein bisschen weniger. Ja, das war's dann eigentlich schon. Nur noch mal zum Kanal vom Dirk. Leute, werdet Abonnenten vom Dirk. Die Art vom Dirk, die ist einmalig, kennt man. Findet man so schnell auf YouTube nicht wieder. Wenn er ein Messer vorstellt, sein Humor, sein freundliches Wesen, das ist schon was ganz Besonderes. Und seine Messer, die er vorstellt, im Augenblick hat er einen kleinen Victorinox-Tick, würde ich mal sagen. Der haut jetzt ein Victorinox-Video nach dem anderen raus mit sehr schönen Messerchen von Victorinox in ganz klasse Farben. Ich glaube, ich warte noch auf sein Video mit dem Climber Gold. Das holt er sich bestimmt auch. Das werde ich mir dann auch bei ihm auf jeden Fall reinpfeifen. Also wie gesagt, er macht das immer sehr, sehr cool. Ist auf jeden Fall ein Geheimtipp auf YouTube. Die Videos werden euch gefallen. Ja, Dirk, mach weiter so. Nochmal einen Schluck auf dich. Auf dass es bei 200 Abonnenten sind und noch viele mitmachen. Und dass du auch noch lange, lange und viele Videos für uns machst. Und ja. Leute,
Das soll schon gewesen sein. Auch dir, Dirk, schönes Wochenende. Dann sage ich mal, ich bin raus.